Hallo, hier ist wieder euer Raginari. Ich bin wieder auf einer Fahrradtour und wir haben ziemlich kaltes Wetter heute. Aber wie ihr seht, ist noch überall raureif, da wo die Sonne noch nicht hingekommen ist. Aber ansonsten ist alles wunderschön. Und jetzt gerade, wo ich stehe hier seit 10 Minuten und mache jetzt diese Aufnahme, da kommt natürlich ein Auto vorbeigefahren und stört die Idylle. Aber wir lassen uns nicht stören, wir lassen ihn einfach vorbeifahren. Oder was sagt ihr dazu? Da kommt er jetzt und tschüss. Essen auf Rädern. Naja, der eigentliche Grund ist, was ich sagen wollte, wir haben jetzt fast November und wenn ihr das mal hier seht, die Brennnessel, ne, die ist immer noch da. Das heißt, Brennnessel können wir bis fast in Winter rein, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar das ganze Jahr über essen und uns davon ernähren. Und ich hatte ja mal kurz in einem Video gesagt, dass die Brennnessel in der Kraftrolle sehr gut ist. Aber was die meisten wohl nicht wissen und was ich auch noch nicht gesagt hatte, ist, in der Brennnessel ist, wie gesagt, ganz viel Eisen, ganz viel Vitamin C. Was wichtig für Männer ist auch, da ist ein Stoff drin, der den Testosteronhaushalt im männlichen Körper anregt, also vermehrt wieder Testosteron, damit wir wieder richtige Männer sind. Naja, da kommt das zweite Auto. Wollt ihr mal gucken? So, ich hoffe, das reicht jetzt an Störung. Naja, ich zeige euch noch ein bisschen von der Natur hier. Ne? Schön, wie die Sonne hier oben durch die Wipfel durchscheint. Ja, also wie gesagt, egal wo ihr seid, als Männer hauptsächlich, für Frauen aber auch gesund. Das ganze Jahr über könnt ihr euch jederzeit immer mal ein paar Brennnesselblätter reinhauen. Und was auch interessant ist, was ich letztes Mal noch nicht erzählt habe, an diesen Brennnesseln sind ja immer diese kleinen Samen. Und diese kleinen Samen sind im Endeffekt Nüsse. Ja, und die kann man auch essen. Die kann man im Sommer schön in der Pfanne rösten. Und dann kann man da leckere Plätzchen draus backen. Oder man kann die einfach so mit in Salat reinmachen. Also sehr gesund. Naja. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und werde meine Tour jetzt weitermachen. Ich glaube, ich habe noch 30 Kilometer. Naja, ich habe heute nicht so die richtigen Schuhe dafür an. Aber ich bin ja auch regelmäßiger Saunagänger. Davon erzähle ich auch noch was. Und da ist man natürlich ein bisschen abgehärtet. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Raginari. Herrlich. Tschüss.